Verdächtigung des Insiderhandels hat mich persönlich sehr getroffen. Insiderhandel widerspricht allem, wofür ich stehe. Ich habe diesen Aktienkauf mit meinem eigenen Geld nicht zu einem selbstgewählten Zeitpunkt getätigt, sondern in einem vorgegebenen Zeitrahmen vom 1. bis zum 21. Dezember 2015. Einem Zeitrahmen also, den der Aufsichtsrat für die Teilnahme an dem von ihm verabschiedeten Vergütungsprogramm festgelegt hatte. Danach wurde der Kauf sofort publik gemacht. Im Übrigen haben die gekauften Anteile eine Haltefrist bis Ende 2019. Klar ist, dass der im Raum stehende Vorwurf im Interesse integrer Märkte aufzuklären ist. Ich verstehe auch vollständig Ihr Interesse, das Interesse der Medien an diesem Thema. Ich möchte Sie aber bitte um etwas Geduld bitten. Die Deutsche Börse und ich persönlich, wir kooperieren vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft. Und ich bin sicher, dass sich diese Vorwürfe nach eingehender Prüfung als unbegründet erweisen werden. Wie beeinflusst der Brexit Ihre Pläne für eine Fusion mit der London Stock Exchange? Wir beschäftigen uns sehr damit, was die möglichen Entwicklungen sind. Und das kann man trotzdem, egal wie sehr man sich damit beschäftigt, nicht vorhersehen, was da passiert. Aber ich glaube, wir müssen von einer Prämisse mal ausgehen. London ist nicht der größte Kapitalmarkt Europas, sondern der größte Kapitalmarkt der Welt. Und hat die Notwendigkeit, diese Kapitalmarktfunktion, die auch auf Basis der Zeitzone, in der sich London befindet, auszuüben. Die Londoner City hat eine Angebotspalette, eine Dienstleistung, die sie regelmäßig weltweit zur Verfügung stellt, aber insbesondere durch die Einwirkung und durch die Bereitstellung auf Europa. Und darauf spielen sie an. Es muss also klar gesehen werden, dass der geografische Kontext und der Zeitzonenkontext, der ändert sich nicht, ja, das ist klar, aber der regulatorische Kontext und der politische Kontext, darauf spielen sie an. Ja? Und wir glauben fest als Vorstand, dass in einer solchen Zeit der Veränderung des politischen und regulatorischen Kontextes es notwendig ist, das institutionelle Design so zu schaffen, dass man diese Gräben überbrücken kann. Sie betonen immer wieder den volkswirtschaftlichen Nutzen der Börsenfusion. Wieso nützt der Zusammenschluss über Unternehmensgrenzen hinaus? Ein britischer Pensionsfonds ist möglicherweise Mitglied an der Londoner Börse, aber nicht an der Frankfurter Wertpapierbörse. Durch die Mitgliedschaft an der Londoner Börse wird ihm ein erleichterter Zugang zu der Frankfurter Wertpapierbörse geschaffen. Eine italienische Versicherung ist möglicherweise Mitglied bei der Mailänder Börse. Durch die Mitgliedschaft dort wird ihm ein erleichterter Zugang zur Frankfurter Wertpapierbörse geschaffen. Die resultierende Liquidität, die dort daraus entsteht, das ist das Positive für unsere Wirtschaft. Ja? Unsere Realwirtschaft, wie wir beide wissen, genießt nicht, so wie beispielsweise in den Vereinigten Staaten, eine sehr stark ausgebaute Kapitalsummierung, Kapitalaggregation, die ihr zugutekommt im Verlauf von Kapitalmaßnahmen, im Verlauf von Umbaumaßnahmen, im Verlauf von beispielsweise großen Investitionsnotwendigkeiten wie Digitalisierung jetzt. Und deshalb ist diese Verbindung sehr, sehr wichtig.
Zudem ist es in der Tat so, dass viele internationale, also asiatische und amerikanische Kapitalsammelstellen sich den Zugang nach Europa so aufgebaut haben, dass sie sich in London angesiedelt haben, weil das für die eben Vorteile birgt, was Sprache und Rechtsraum und so weiter angeht. Und es ist deshalb tatsächlich so, dass London auch zum größten Finanzplatz der Welt gewachsen ist über die letzten 30 Jahre. Und das zu nutzen für Frankfurt, dafür werbe ich. Ja? Und Frankfurt ist der Sitz der EZB, Frankfurt ist ein regulatorisches Zentrum, aber vor allem ist Frankfurt der Zugang zu Europas größter Volkswirtschaft. Mehrwert soll auch unabhängig von der Fusion geschaffen werden. Welche Bedeutung haben das Venture Network und ab 1. März Scale? Mehr als 1 Milliarde Euro haben wir seither durch das Venture Network an Kapital für innovative Unternehmen aktivieren können. Durch den Fintech Hub verbessern wir die Gründer- und Investitionskultur in Deutschland und stärken zugleich Frankfurt als ein Zentrum der Startup-Szene. In diesem Jahr werden wir dieses Ökosystem weiter auf internationales Niveau bringen. Im März werden wir ein neues Börsensegment für erfolgreiche, kleine und mittelständische Unternehmen eröffnen. Sein Name Scale definiert klar unser Ziel, das bestehende Ökosystem für Unternehmensfinanzierungen weiter auszubauen. Scale ist unsere Antwort auf den massiven Investitionsbedarf, der durch die digitale Revolution und Industrie 4.0 entsteht. Profitieren sollen Unternehmen mit erprobten Geschäftsmodellen, die sich auch bei Investoren bereits bewährt haben. Wir werden unsere Aktivitäten am Primärmarkt deutlich ausweiten und davon, meine Damen und Herren, wird der Finanzplatz Frankfurt profitieren.